Am Wochenende war im Klosterhof in Herrenberg einiges los, denn es war Tag der offenen Tür. Neben Bildversteigerungen und musikalischer Unterhaltung hatten die rund 120 Vereine, die im Klosterhof ansässig sind, die Chance, sich selbst einmal vorzustellen. Tag, ich bin Stefan Grimmeisen, ich vertrete hier im Modellbahnclub Herrenberg, Auftrag der FBS vom Miniclub. Ja, ich bin hier mit unserer kleinsten Spielanlage. Wie man sieht, viele Häuser sind aus Holz, damit einfach die Kinder sie auch in die Hand nehmen können. Bei einem normalen Modellbahn mit Plastik ist das immer etwas schwieriger. Wie gesagt, ist für die Kinder halt ideal zum Spielen. Sie lernen sowohl mit Strom wie auch mit Batteriezügen den Umgang mit der Modelleisenbahn. Ja, wir sind die Kursleiterin der Malgruppe Freies Malen hier im Klosterhof und freuen uns alle zwei Wochen montags um 15 Uhr auf unsere Mannschaft. Die sind zwischen 62 und 82 Jahre alt und alle topfit. Und wenn sie malen, dann haben sie das Leuchten in den Augen und das nehmen wir dann immer mit nach Hause und das begleitet uns in unserem Alltag und bereichert uns total. Macht immer gute Laune und sie sehen an den Werken hier im Haus, was für eine Vielfalt hier auch entsteht und was für unterschiedliche Personen hier halt auch dabei sind, spiegelt sich hier dann auch wieder. Ich bin der Wolfgang Kramer von der SG Schönbuch. Wir versuchen hier an dem Tag der offenen Tür im Klosterhof die Leute mit dem Schachspiel anzusprechen, um unseren Verein vorzustellen. Wir haben hier ein App in den Eingangsbereich gestellt, dass die Leute das sehen, und haben hier in dem Raum ein paar Aufgaben aufgebaut, um die Leute praktisch zu animieren, ihr Wissen mal anzuwenden. Viele Leute können Schach spielen, kennen die Regeln. Leider sind im Verein nicht allzu viele Leute. Wir wollten es einfach mal anbieten. Ja, also mein Name ist Dagmar Berger. Ich komme von der Familienbildungsstätte in Herrenberg und habe heute für den Tag mit der offenen Tür beim Klosterhof das Kürbisschnitzen angeboten für die Kinder. Wird rege angenommen. Es sind schon richtig viele coole, fiese Fratzen entstanden und ich hoffe, wir werden noch ein paar schöne machen. Hallo, wir sind die Spreesern, die Luisa, und wir sind vom Verein Flüchtling und Wir. Und wir treffen uns einmal im Monat mit Frauen vom Flüchtlingsheim in Herrenberg und anderen Flüchtlingsheimen und machen verschiedene Aktionen. Wir tanzen, wir kochen, wir machen Ausflüge und bringen einfach Zeit miteinander. Ja. Mein Name ist Karl Schlimmel, ich komme von der Baugemeinschaft Stadtwerk hier in Herrenberg und für uns ist hier der Klosterhof eines der wesentlichen Orte, wo wir über 200 Sitzungen hier gemacht haben und unser Projekt, das wir heute hier auch den Bürgerinnen und Bürgern nochmal vorstellen, auch mit einem Videofilm. Das Baugemeinschaft Stadtwerk an der Horberstraße, Reistinger Straße, jetzt will ich bauen. Der Bau hat begonnen und wir zeigen hier, wie weit es schon gegeben ist. Wir machen Folk bzw. Akustikpop. Das Ganze ist eher ein Soloprojekt von mir, aber Yannick spielt immer mit und macht seinen Job super. Der Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg. Es gab viele interessante Dinge zu sehen und zu erfahren. Und die musikalische Unterhaltung war auch wirklich gut. Leider haben wir hier nicht die Zeit, alle 120 Vereine zu zeigen. Doch bei wem trotzdem das Interesse geweckt wurde, der kann sich den Klosterhof in Herrenberg ja gerne mal anschauen.